Unicorn. Ja. La la la. Hi. Na? Hallo. Schätzelein, bist du auch wieder da? Oh la la la, sagst du? Und wieder da. Und wieder da. Ja, an dieser Stelle, liebe Zuschauer, würde ich sagen, aller guten Dinge sind zwei, ne? Naja, drei, vier, fünf. Ja, nicht wir machen es nochmal. Wir haben es einfach nochmal gemacht. Freunde, wir waren hier schon bei Track 3 angelangt, aber live ist live. So ist das in neuen Formaten. Oh ja. Das gehört einfach dazu, würde ich sagen. Genau wie, dass wir noch keinen Loop haben, aber der kommt jetzt. Hier geht alles. Ganz easy. Easy going. Easy going. Ja. Easy peasy going. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir machen es einfach nochmal das Ganze an die ersten 17, 20, 25 Zuschauer. Wir finden es geil, dass ihr dabei seid bei unserem Revival-Format sozusagen. Backstage ist das Thema, das seht ihr hier hinten an der Wand angeschlagen. Auch in den sozialen Medien habe ich ein ganz bisschen Werbung dafür gemacht, denn dieser junge Mann hier neben mir ist Teil meines Lebens gewesen in vor 12, 10 Jahren. 14 Jahren gewesen. Es ist eine ganz, ganz lange Zeit her. Ja. Es waren keine Jahre. Ja. Es waren Tage. Es waren Tage, meinst ja. du? Ja. Wir sind alle ein bisschen älter geworden. Ob wir weiser sind, das weiß ich nicht. Weißer, ja. Weißer. Wo holt er diese Witze her? Ja, Leute, also nicht nur Witze hat er mitgebracht, sondern auch seine portable DJ-Konsole beziehungsweise den Controller. Wow. Ich habe eben schon gesagt, es sieht ein bisschen aus, als hätte er seinen Grill mitgebracht, auf dem er gleich hier Scheiben in Form von Fleisch oder umgekehrt Fleisch ist gut bringen wird. Und Leute, da könnt ihr gespannt sein, denn Clubhouse ist heute das Thema hier bei Eagle Wing and JP Doll present Backstage hier aus den Double F Studios. Und das wird hier gleich zur Sache gehen. So sieht's aus. Ja, sicherlich wird es noch ein, zwei Worte zwischendran geben. Aber ansonsten seien nochmal an dieser Stelle ganz recht herzlich alle gegrüßt, die uns von damals kennen, aus den legendären Zeiten der Musikbox in Minden, wo wir die Platten geschwungen haben. Oh, lang, lang ist es her. Ja, ich sag ein paar Donnerstage oder Jahre. Es waren Mittwochabende. Es waren Mittwochabende, so wie heute. Oh ja. Am Mittwoch, 22 Uhr, das haben wir uns mal ausgemalt hier als Sendetermin. Das war die legendäre Zeit, wo wir dann in die Box eingezogen sind. Also wir waren meist schon ein paar Minuten früher da. Zwei oder drei Minuten. Es war immer sehr eng. Was guckst du mich jetzt an? Ich weiß das. Okay. Es gab gute Getränke, gute Musik, vor allen Dingen von diesem jungen Mann hier, der mich dann auch eingeladen hat mitzumachen. Und wie sich das Ganze bei ihm angehört hat, das werden wir in einigen Zügen sicherlich jetzt erfahren mit dem, was er uns auflegt. Und ich habe mir sagen lassen, neue Tunes sind auch mit dabei. Wir werden euch zwei Stunden geil hier mit Clubhouse verzaubern. Also, der Chat scheint auch zu funktionieren. Ich freue mich wie Bolle, dass das auch mal geklappt hat. Einige da draußen werden jetzt lachen und feixen und sagen, ja, wenn der Patrick nicht in der Regie ist. Ja, ihr habt ja recht. Schöne Grüße an Patti. So ist das, wenn ich den Knopf wieder nicht finde. Jeder hat hier seine Qualitäten. Ne? Jörg ist auch hier. Groß an den Knöpfen. Ja, es ist ganz einfach gewesen, dir zuzugucken, aber den Knopf hast du wirklich nicht gefunden. Ja, es ist schön, wenn ihr euren Spaß habt alle. Ja. Ne? Aber das kenne ich hier. Gerne. Das bin ich hier gewohnt. Ich habe es schwer hier. Nein, hast du noch Doch. Nicht. Noch Ach, lange oha. Nicht. Oha, oha. Falls das eine Drohung sein soll, ist sie angekommen, lieber Jörg. Ich darf dir ganz herzlich danken, dass du hier bist. Viel Spaß uns wünschen. Und wir werden zwei geile Stunden jetzt zaubern für euch da draußen. Da ist das Vögelchen, da sind alle. Und ich würde sagen, hau in die Tasten, in die Tunes. Gerne. Und es geht ab. Viel Spaß. Auf geht's. Viel Spaß. Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany.
Most beautiful clothes I've ever worn.
and not have to worry about having to get it. You could go to the party, dance, and have a good time without having to watch your back.
Bye.
Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany.
Ja, ihr lieben Leute da draußen, was soll ich euch hier erzählen? Ich hoffe, es kam nicht zu vulgär rüber, aber ich habe diesem jungen Mann neben mir einige Male den Mittelfinger zeigen müssen, weil er wirklich so verdammt coole Mucke spielt hier. Freunde, herzlich willkommen hier bei Backstage mit Eagle Wing und Mr. JP Doyle hier an den Reglern. Und er soll ruhig noch ein bisschen machen. Ich habe mir auch ein bisschen was vorbereitet, aber hier, wir lassen ihn einfach durchziehen, weil der Sound ist wirklich geil, Jörg. Vielen, vielen Dank. Das macht richtig Bock. Die Zuschauer quittieren es hier mit ähnlichen Kommentaren. Ganz, ganz klasse. Das macht richtig Spaß und Lust auf mehr. Freut euch. Funky Disco Vocal House. Funky Disco Vocal Disco House. Und alles, was dazukommt. Now live and in the mix. JP Doyle und ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst doch mal das Like auf dem Video. Abonniert den Kanal und teilt das Ganze in die Welt, sodass wir hier ein bisschen Reichweite bekommen. Es geht weiter hier mit knackigen Disco-Sounds à la Backstage. Damals, now and the future with JP Doyle. Here we go.
To love you.
and me, the sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music's in me, the sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music's in me, the sun in my eyes and the world at my feet. My love's in the music's in me. Muss ich erstmal nach Luft schnappen. That's what we call furious in this studio, in den Double F Studios, liebe Freunde, von denen wir heute für euch senden, in denen ja, wir uns befinden, ja, in die oder in das ich dich eingeladen habe, lieber Jörg. Ich muss sagen, die Zuschauer haben es hier quittiert mit ja, Jubelschreien, hätte ich fast gesagt. Und ja, ist wirklich so. Ganz im Ernst, ich habe es dir eben auch bekundet. Es war wirklich ein absolut geiles Set. Ich muss mal die Kamera umstellen. Wo stehen wir denn hier? Das weiß ich nicht. Oh, Ja, so kann man uns doch sehen. Ja. Da ist das Vögelchen, genau. Das ist hier die mittlere Moderationskamera, lieber Jörg. Das kannst du jetzt ja auch hier kennenlernen an dieser Stelle. Und ich habe es eben eingangs der Sendung schon gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, dass sich unsere Wege quasi gekreuzt haben. Denn wir haben uns ja auf einer privaten Veranstaltung mehr oder weniger zufällig tatsächlich wieder getroffen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, es ließ sich nicht verhindern, meinte zumindest der Gastgeber zu mir. Und ja, dann war ich der Diskjockey, ich war gebucht und habe mich gewundert, weil du am nächsten Tag mir eine Nachricht geschrieben hast und dich bedankt hast für die Musik, für das, was da passiert ist. Und ich konnte auch beobachten, das muss ich feststellen, liebe Kollegen da draußen, er hat wirklich viel getanzt. In ähnlicher Manier wie hier. Das sind Sachen, die passieren einfach mal so. Meinst Wenn du? Wenn jemand gute Musik spielt, kann man auch mal tanzen. Lassen wir jetzt so stehen. So. Nehme ich hin. Danke. Wenn du jetzt ein bisschen zurückgeben möchtest von meinen Lorbeeren, die ich hier dir ausgeteilt habe. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Was hast du da jetzt für uns hier an dieser Stelle oder für die Boxgänger von damals, die hier zahlreich tatsächlich im Chat mit vertreten sind? Was hast du hier angeboten? Das war ja richtig so grooviger Funky House, würde ich sagen. Ne? Ich kann es dir noch nicht mal sagen. Das sind einfach Gefühlssachen, die werden rausgesucht und dann muss das klappen. Also du hast da kein großes Konzept, dass du sagst, ich mache jetzt das, danach kommt das, dann die Playlist. So habe ich es ja auch im Kennenlernen, beziehungsweise im Kennenlernen. Ja. Im Neukennenlernen habe ich es eben festgestellt, als Jörg sagte, Mensch, ich habe hier gar nicht so richtig speziell was rausgesucht. Das kommt alles intuitiv im Sinne der Situation. Ist aber einfach so. Es kommt einfach, weil die Erfahrung leider Gottes da ist und dementsprechend. Ja, das ist aber schade. Ja. Wie kann das passieren? Ich weiß es wirklich nicht. Ob das 400 Jahre Alter sind, wo du vielleicht auch noch hinkommst. Ja, Leute, es hat auf jeden Fall gut ausgesehen, finde ich. Oder was meint ihr? Kommentiert es mal in die Zeile hier in das Feld rein und dann sind wir hier mal gespannt. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben ein bisschen später angefangen, weil gewisse Technik, Leute. Masters of the Universe, weil gewisse Masters of the Universe. He's not the master of the Knob. Ja, ich bin Master of the Disaster hier. Weil gewisse Menschen hier nicht in der Lage waren, den Stream-Starten-Button zu betätigen. Wir haben uns hier schon beim dritten Titel richtig gefreut, wie geil die Musik eigentlich ist und was wir hier machen. Und dann schreibe ich einfach mal so rein, eben gerade kurze Anekdote. Repeated Love. Mensch, wie sieht's denn aus? Wie ist denn der Sound? Ist der nicht geil? Und der eine sagte, ja, er ist nicht geil. Er ist nämlich nicht da. Also und
dann haben wir festgestellt, dass ich dort einen kleinen Fehler begangen habe. Freunde, das soll uns hier überhaupt nicht aufhalten. Ich habe jetzt auch mir erlaubt, in meinen güldenen vier Wänden hier mal 3-4 Scheiben zu spielen. Danach würde ich wieder das Zepter übergeben. Mach ruhig. Ja, ja, mach bitte. Ruhig. Ja. Jetzt hast ich brauch was zu trinken. Jetzt hast du gut lachen, ne? Ja, so war das damals schon. Ne? Da hat er immer hier sich die fetten Brocken hat er sich immer abgeholt und dann hieß es immer, mach mal. Ich muss mal gerade gucken, wo der Besuch ist. Ne? Ja. Aber so war es damals in Backstage, ne? Zwischen Wodka E, also jetzt viele, du nicht. Ja, ja, ich hörte davon. Es sind so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, andersrum muss man es ja heute sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Gender-Thematik richtig hier reingebracht. Am Start hier, die hinter der Theke, vor der Theke als Gast dabei waren, richtig, richtig toll. Ich zähle auf Sarah, unsere Theken. Wir sagen es mal Fee. Nicht. Fee. Tobias, ein eifriger Gast vor der Theke. Der lieben genannten Sarah und so weiter. Wir haben alle, Nino ist mit dabei, Anita ist mit dabei, wir haben Niki mit dabei, Sascha ist mit dabei, Errol, the man Dinge aus unserem Partnerformat Peak Time Trans Essentials. Grüße auch an dich, du hast die bessere Brille, es waren 19 Likes tatsächlich eben schon. Wir hoffen, es sind gleich noch ein paar mehr, wenn wir hier richtig nochmal Gas geben und wir werden hier die Bude rocken. Ne? Haus ist heute das Thema, Clubhouse bei Backstage. JP Doyle featuring Eagle Wing oder Eagle Wing featuring JP Doyle. Ich will hier mal aufs Knöpfchen drücken, denn ich habe noch eine Scheibe versprochen, ganz am Anfang für die liebe Sarah, die sich nämlich immer von der Class A. Ui, 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 ui. Er drückt, hoffentlich drückt er den richtigen. Ich muss erstmal hier. Now live and in the mix, Eagle Wing. Ah, oh. Es hat geklappt. Ihr seht es. Ich kann es noch oder immer wieder. Es ist Class A mit Street Life. Lieber Jörg. Ja, ja, es ist die Zunge. Wenn die Zunge locker ist, ne? Dann geht es gleich weiter mit dir hier bei uns. Aber vorher geben wir hier Gas bei mir an dieser Stelle. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören rein. We'll be right back.
Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany. This for the people. This for the people. This for the people. This for the people. You. Baby, I house you. What? Baby, I house you. Baby, I house you. What? Baby, I house you.
Oh,
This is your life. This is real. This is real life. Where is the purpose in your life? Where is the truth? Do you remember your hopes, your dreams? They are no longer your own. This day is for living your own life. Don't let this world capture your heart, your passion lost to a thousand themes. Surrendered to the screen. This is not a story. This is not a book. This is your life. And this is not a place for TV show you've seen. This is real life. Know that this is your life. Was hast du gesagt? Ich höre nichts. Aber jetzt hörst du mich doch. Ich kann dich hören. Ja, ich kann dich auch hören. Sehr gut sogar. Sehr gut. Sehen. Sehr gut und deutlich. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu deiner Last. Oh doch. Ja, ich muss sagen, auch das zweite Set. Guck mal auf die Uhr. Ein alter Mann und überhaupt und alles. Ne? Ja, das ist tatsächlich genau die Tatsache, warum ich feststelle, warum wir überzogen haben, liebe Freunde, weil Jörg einfach keine Uhr dabei hat. Aber wisst ihr was? Wir haben es gerne sagt, gemacht. Geht noch eine Stunde. Wir haben es gerne gemacht, weil einfach die Mucke so geil ist. Und wir haben gerade gefachsimpelt und festgestellt für uns, Freunde, wir hätten noch 3 Stunden machen können. Es ging gerade so in den Modus, wo wir sagten, komm, wir suchen noch ein paar Scheiben raus und es geht nochmal richtig rund, oder? Der Modus war warm. Warm. Gerade mal warm. Warm. Also wir stellen fest, liebe Freunde, Jörg ist warm. Ja. Gelaufen sozusagen und das war ein fantastisches erstes Set, was du abgeliefert hast. Dankeschön. Lob nicht nur von mir, sondern auch von allen Zuschauern da draußen. Die zweite Geschichte nach meinem Set, nach meinem Zwischenset, dem kleinen Intermezzo, sozusagen sehr elektroid, bisschen progressiver, richtig geil. Das ist der Backstage-Sound von früher, muss man einfach sagen. Das alles macht es aus, oder nicht? Querbeet würde ich sagen, ja. Ne? Vielleicht haben wir ja das nächste Mal
und das ist ein kurzes Stichwort, was wir gleich nochmal aufgreifen, das nächste Mal. Ein bisschen mehr Disco-Haus, Funky-Haus, Wuckel-Haus, was weiß ich für ein Haus dabei. Irgendwas Schönes wird es schon geben. Auf jeden Fall wird es was geben. Vielen Dank für die Steilvorlage, mein Lieber. Du hast ja gesagt, du wolltest das nochmal reinsagen, damit ich das direkt aufnehmen kann. Mir so fliehen sozusagen. Denn es wird wirklich was geben. Wir haben auch uns natürlich etwas überlegt hier im Rahmen der Backstage-Revival-Geschichte sozusagen. He and me and he und umgekehrt. Wir würden euch sehr, sehr gerne dieses Format einmal monatlich anbieten. Wir schauen nochmal, wann genau der Sendetermin ist. Lasst euch da einfach überraschen. Wir müssen gucken, wie wir das Ganze hier unter den Hut kriegen. Ihr wisst ja, in diesem Studio gibt es auch Partnerformate wie Peak Time und so weiter und so fort. Muss man einfach so offen sagen und sehen, die auch auf Fremdwerbung? Hallo? Aber ja, okay. Gutes darf ruhig erwähnt werden. Das stimmt. So, denn wir senden auch auf einem Mittwoch, aber die Box beziehungsweise das Backstage und unser Sendeformat ist natürlich, das muss man auch fairerweise dazu sagen, prädestiniert für einen Mittwoch, speziell um 22 Uhr, nicht am Frühabend um 20 Uhr, wo auch noch, ich hätte jetzt fast gesagt, die kleinen Kinder dabei sind, sondern... Wir spielen aber keine FSK 18 Musik, oder? Nein, das spielen wir nicht. Tun wir nicht. Nicht vor 10. Nein. Wir spielen hier einfach coole Mucke und ich glaube, das haben wir heute zu Genüge bewiesen, du mehr als ich. Das waren wahnsinnige Teile. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, liebe Leute da draußen, was wir hier in dem Vorgespräch, vor der Sendung hier an Musik präsentiert bekommen haben. Also ich in Personalunion von mir, von Jörg, absolut irre. Richtig, richtig geil. Das macht Lust auf mehr. Er hat hier mir 10 Intros für 10 weitere Folgen schon vorgespielt. Es wird cool. Ich freue mich drauf, lieber Jörg, auch mit dir hier das Format weiter bestreiten zu können und muss einfach an der Stelle sagen, danke, dass wir hier in diesem Studio einfach nochmal die Gelegenheit genutzt haben und das Ganze hier nach vorne gebracht haben, aus der Vergangenheit 1-2 Titel nochmal gebracht haben und mit einer Perspektive in die Zukunft geguckt haben. So sehe ich das auch. Das glaube ich auch. Vielen Dank. Ach, wofür? Für die Chance, ja, das hier alles für die Jungs, Mädels. Für alles. Ja, es waren einige dabei, wie gesagt, ne? Sowohl von der Belegschaft als auch von den eifrigen Gästen, die viel konsumiert und getrunken und Eintritt bezahlt haben. Es war eine geile Zeit, Freunde, und das wollen wir erinnern oder daran wollen wir uns erinnern, das wollen wir festhalten und daran wollen wir weitermachen einfach mit der coolen Mucke, natürlich mit einem Touch, mit einem Respray von heute sozusagen. Es kann nicht alles nur irgendwie in der Vergangenheit leben. Unser Ziel ist es jetzt nicht hier nur Sachen von damals abzubilden, sondern auch neue Dinge mit reinzubringen, einen frischen Touch reinzubringen, denn die Musik hat sich verändert. Wir wollen nicht in der Vergangenheit stehen bleiben, sondern hier auch was anbieten. Und vielleicht gibt es irgendwann das Backstage 2.0 live, wir wissen es nicht. Es waren schon einige Anregungen für Partys und so weiter. Aber ja, gemacht. Wir gehen es langsam laute an. Laute Musik mit vielen Leuten. Ja. Das gibt's. Das gibt es. Okay. Ja, das gibt es. Wir wissen noch nicht wo, aber die Zeit wird es zeigen. Wir müssen einfach diese Zeit hier mitmachen, durchstehen, alles was dazugehört. Ihr wisst es genau wie ich, was das alles bedeutet hier mit Corona und so weiter und so fort. Aber wir hatten hier heute eine Menge Spaß. Natürlich auch übrigens im Rahmen für die es interessiert. Es gibt immer wieder Leute, die nachfragen. 2G plus hier, alles was dazugehört, genesen, getestet, geimpft, geboostert, gelegen, gelagert, gerichtet. So, und in diesem Sinne wollen wir uns heute an dieser Stelle verabschieden. Jörg, ich gebe dir das letzte Wort. Vielen Dank an alle. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir hören und sehen uns wieder. Ciao.